Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns nur als Necrolord spielen können und dazu bin ich schon auf meinem Main, der ist zufällig Necrolord und wir befinden uns einmal hier in Maldraxxus im Sitz des Primus in der Homebase der Necrolords und hier haben wir die Ruhm Händlerin und das ist die hinter mir, Ruhmrüstmeisterin schimpft sich die. Die hat sehr viele verschiedene Items über Transmog, Pets, Toys, Waffen, VZ-Geschichten und natürlich auch ein paar Mounts. Und eins wollen wir uns heute angucken, den Seuchenfäulen des Taurolus. Der kostet insgesamt 5000 Reservoir-Anima und zusätzlich habt ihr noch die Voraussetzung, dass ihr die Ruhmstufe auf 23 bringen müsst. Solltet ihr das noch nicht getan haben, gibt es da ein paar Tipps von mir. Die Ruhmstufe bringt ihr dementsprechend hoch, indem ihr zwei wöchentliche Quests macht. Bei einer müsst ihr Seelen sammeln, 5 bis 20, je nachdem wie hoch ihr beim Ruhm seid, könnt ihr nämlich später dann mehr Seelen sammeln. Dafür kriegt ihr eine Ruhmstufe pro Woche und dann gibt es die andere, wenn ihr 1000 Anima sammelt und das abgibt hier, dann gibt es auch nochmal dementsprechend eine Ruhmstufe pro Woche nach oben. Wenn ihr hinten ranhängt quasi oder ein bisschen hinten dran seid, dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, über verschiedene andere Aktivitäten von der Catch-Up-Mechanik zu profitieren. Dann bekommt ihr auch von Boss-Kills in Raids und Dungeons, von BG-Wins und auch unter anderem von Berufungsquests ab und an eine Ruhmstufe hoch. Dementsprechend ist es relativ einfach, das hochzukriegen. Vor allem auf 23 sollte es gar kein Problem sein. Gut, wir haben insgesamt jetzt die Ruhmstufe auf 23 erhöht. Gut, ich bin jetzt schon ein bisschen höher und haben dann dementsprechend auch 5000 Anima zusammengefarmt. Falls ihr euch jetzt fragt, okay, wie soll ich das Anima zusammenfarmen? Dafür habe ich auch schon ein Video aufgenommen, wie man effizient Anima farmt. Vielleicht da mal reingucken, wenn ihr da noch Probleme habt. Dann schauen wir uns einmal den Seuchenfäulen des Taurolus an. Den haben wir jetzt hier einmal schon gekauft. Beziehungsweise, bevor wir uns den angucken, vielleicht nochmal ein Wort zu den anderen beiden Mounts, die es hier gibt. Eins von den Mount, das hier, kriegt ihr, wenn ihr Ruhmstufe 39 seid, einfach ins Inventar. Das müsst ihr euch nicht kaufen. Und das andere Mount hier, gepanzerter Knochenhuf Taurolus, könnt ihr euch kaufen. Den gibt es aber auch von dem Rare Sabreli Knochen irgendwas. Und zwar spawnt die hier in der Arena, wenn ihr den Anima-Kontaktor auf 3 habt. Sprich, das solltet ihr euch auch nicht kaufen, sondern das könnt ihr von dem Rare kriegen. Nur wenn ihr Pech bei dem Rare habt und ihr keinen Bock mehr habt, den zu farmen, dann könnt ihr es euch kaufen. Ich habe da aber auch schon ein Video zu gemacht und erklärt, wie das Ganze funktioniert. Deswegen werden wir jetzt darauf nicht eingehen. Aber die beiden Mounts gäbe es theoretisch auch noch bei dem Händler angezeigt. Ne? Bloß der Vollständigkeit halber. Gut, wir gehen jetzt einmal vor die Tür und klären das. Nein, schauen uns das Mount an. Und zwar solchen Fäulen des Taurolus lernen, das schicke Ding. Und dann müssen wir jetzt einmal hier rein. Taurolus, das sind ja die ganzen Taurolus-Mounts von den Necrolords, die ihr auch nur mit dem Necrolords reiten könnt. Und ihr seht schon, hier ist es wieder eine ungepanzerte Version, einfach hier im Standardbraun. Ist jetzt nicht sonderlich specialig, Mount-Special kennen wir ja auch schon von den anderen Taurolus-Mounts. Und wie auch bei den anderen Covenants ist es ja immer so, es gibt verschiedene Versionen, die ungepanzert sind und dann gibt es noch verschiedene Versionen, die gepanzerter sind. Ich habe jetzt insgesamt schon 5 von den Taurolussen zusammen, 3 fehlen noch. Zu den anderen habe ich auch schon Videos gemacht, beziehungsweise zu denen, die ich noch nicht habe, da kommen dann noch Videos. Heißt, wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr selbstverständlich weiter quasi die Mount Guides anschauen, beziehungsweise wenn ihr noch Interesse an den anderen Covenant habt, ne, an den Kyrianern, an den Nightfear beziehungsweise den Ventir, da habe ich auch schon Videos gebastelt zu den Mounts von den Covenants, da könnt ihr auch gerne einen Blick reinwerfen. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle, mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.